Willkommen, bienvenue, welcome zu einer neuen Folge vom Quadrovium Club. Zuletzt haben wir uns ja in aller Ausführlichkeit das neue Geisterschloss im Europapark angesehen. Für diese Folge bleiben wir im Europapark und ich habe ja noch was nachzuholen. Einerseits den kroatischen Themenbereich und die neue Achterbahn und zum anderen die Zauberschlucht der Diamanten, denn beim letzten Mal hat es ja leider ziemlich geregnet, also bei beiden Gelegenheiten. Deswegen nun ohne weiteres Rumgetue direkt hinein zu Balkan Boogie und Alpenrap. Hier ist also der kroatische Themenbereich und die Hauptattraktion Voltron Nevera, die ist kaum zu überhören. Naja, weniger die Attraktion, mehr die Leute, die mit ihr fahren und rumschreien. Und da das Wetter diesmal besser ist, schauen wir uns den kroatischen Themenbereich im Europapark mal etwas genauer an. Den Traumzeitdom hatte ich mir letztes Mal schon angeguckt und da er nun ja offensichtlich ein gemauertes Gebäude als Eingang bekommen hat, scheint er an dieser Stelle bleiben zu wollen, sollen, dürfen, können, müssen, was auch immer. Die Architektur, wie immer, ist auf den Punkt gebracht. Wer schon mal in Kroatien war, der wird diese Häuser wiedererkennen. Also jetzt nicht unbedingt mit, oh, das steht ja in dem Ort und das steht in dem Ort, sondern der Baustil. Der Baustil trifft's. Da es im Europapark offenbar gesetzlich verboten ist, zu verhungern, gibt es natürlich eine Essensstation und es gibt eine Eisdiele. Nicht zu vergessen natürlich den großen Souvenirshop. Das größte Gebäude des Themenbereichs ist natürlich das Hauptgebäude bzw. das sogenannte Stationsgebäude von Voltron Nevera, wo nicht nur der Anstehbereich, sondern auch der sogenannte Bahnhof untergebracht ist. Und wieder einmal muss ich über den Detailreichtum staunen. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal so ein paar Eindrücke von den Gebäuden und dem Themenbereich an sich an. Während wir im Hintergrund hören, wie die Leute schreien. Es klingt irgendwie, als ob ich euch jetzt auf eine Tour im Hauptquartier eines Bösewichts mitnehmen würde. Aber denkt immer dran, all die Leute, die da gerade schreien, die haben sich freiwillig in diese Bahn reingesetzt. Sie sind selbst schuld. Und jetzt schauen wir uns den Themenbereich ein bisschen an. Marmontova Ulica bedeutet einfach Marmontova Straße und diese Straße gibt's wirklich. Sie liegt in der kroatischen Hafenstadt Split. Nein, stopp, Split habe ich gesagt, nicht Spliff. Die Gruppe hieß Spliff und außerdem singen die da italienisch. Ja, also hier sehen wir den Souveniri Nicola Shop, also den Nicola Souvenir Shop. Wer hätte es gedacht? Dieses Schild bedeutet laut dem Universalübersetzer, sie sind nicht einmal wegen der Medizin da. Was? Aber Moment, auf der anderen Seite der Tür ist noch ein Schild. Vielleicht ergibt sich der Sinn aus dem Zusammenhang. Das hier bedeutet übersetzt, ein Mensch und ein Esel wissen gemeinsam mehr als einer allein. Ja,
Dann sollte ich mir vielleicht einen Esel suchen. Der Schriftzug auf dem Schild oben bedeutet übersetzt: erstes kroatisches Wasserkraftwerk von 1810. Wasser wird zu Energie. Tatsächlich wurde das erste europäische Wasserkraftwerk wirklich in Kroatien errichtet und auch wirklich aufgrund der Forschungen von Nikola Tesla. Allein die Jahreszahl macht mich ein bisschen stutzig. 1810 ist nämlich viel zu früh. Das Wasserkraftwerk Jaruga bei der kroatischen Stadt Šibenik wurde 1895 in Betrieb genommen. Was noch dazu kommt, Nikola Tesla war 1810 noch nicht einmal geboren. Sein Geburtsdatum ist der 10. Juli 1856. Das Wasserkraftwerk Jaruga hätte übrigens, wenn es etwas schneller gegangen wäre, tatsächlich das erste Wasserkraftwerk der Welt überhaupt sein können. Aber zwei Tage zuvor wurde ein Wasserkraftwerk an den Niagarafällen in Nordamerika in Betrieb genommen. Interessieren euch eigentlich noch ein paar Details über die Achterbahn selbst? Also dann, Voltron Nevera Powered by Rimac ist die offizielle Bezeichnung. Voltron ist ein Eigenname, der sich auf die Maßeinheit Volt bezieht. Das bedeutet nichts übersetzt. Nevera ist Spanisch und bedeutet so viel wie Kühlschrank. Moment, wie bitte? Ja, tatsächlich. Der Name bezieht sich natürlich nicht aufs Spanische, schließlich ist es hier der kroatische Themenbereich. Aber es zeigt mal wieder, dass man sich nie sicher sein kann, dass ein Begriff, von dem man meint, dass er richtig schön und griffig ist, nicht in irgendeiner Sprache irgendwas anderes bedeutet. Bestes Beispiel ist das Automodell Mitsubishi Pajero. Googelt mal, was Pajero, also das Ganze in Spanisch, übersetzt bedeutet. Dann versteht ihr, was ich meine. Im Kroatischen ist Nevera die Bezeichnung für schwere Stürme, die aus Richtung West in der östlichen Nordadria toben. Und ja, das sind drei von vier Himmelsrichtungen, die hier angegeben wurden. Und Rimac ist der Sponsor, der passenderweise Elektroautos herstellt. Denn die Zukunft ist elektrisch. Ja, vielen Dank auch. Heute wieder ein kleiner Scherzkeks am Mischpult, was? Voltron Nevera ist eine Achterbahn vom Modell Striker Coaster, die von Mack Wright selbst hergestellt wurde. Und den Rest, was die Bahn so parat hält, das muss ich jetzt ablesen, weil ich kenne mich da ja nicht so aus. Die Bahn hat einen Dark Ride Bereich, einen Looping Launch, einen Inside Top Hat
einen Korkenzieher, einen Immelmann, einen Zero-G-Stall, einen Dive-Loop, eine Drehscheibe, einen Junior-Scorpion-Tail und einen Outside-Top-Head. Klingt alles wunderbar. Was ich persönlich als Nicht-Achterbahnfahrer bei der Bahn besonders toll finde, ist, dass man da so durchgehen kann. In keiner anderen Achterbahn kommt man an so vielen Stellen so nah an die eigentliche Bahn ran und kann den Verlauf so gut sehen. Das Ganze wird durch die Thematisierung noch unterstützt, also zum Beispiel diesen Aussichtsturm, den ich mir gleich mal anschauen möchte. Doch bevor ich mich auf den Turm nach oben begebe, unten im Turm gibt es noch einen Raum. Täusche ich mich oder sind die Schreie noch lauter? Aber diese Tafel da, mit den Schriftzeichen, die fasziniert mich. Es sieht aus wie eine Kopie der sogenannten Tafel von Baschka. Die Schriftzeichen, die wir hier sehen, sind glagolitische Schrift. Diese Schrift wurde im Zuge der Christianisierung Europas von dem byzantinischen Mönch Konstantin von Saloniki entwickelt. Die Tafel von Baschka wird auf das 12. Jahrhundert datiert. Sie stammt aus einer Kapelle der heiligen Lucia in Jurandvor bei Baschka auf der Insel Krk. Auf dieser Tafel wird dokumentiert, dass der kroatische König Dmita Zvonimir der Kirche der heiligen Lucia eine Schenkung machte. Die Kapelle, in der die Tafel gefunden wurde, gehörte zu einer Abtei und der Abt dieser Abtei, Abt Dobrovit, der hat die Tafel wahrscheinlich nicht persönlich graviert, aber zumindest in Auftrag gegeben. Aber jetzt wird's Zeit, mal auf den Turm hochzugehen.
Im kroatischen Dorf gibt es noch eine kleine Spielszene, die von drei Animatronic-Figuren dargestellt wird. Und zwar wie Nikola Tesla für den Adventure Club of Europe angeworben wurde. Meinem Unbehagen darüber, echte Menschen, die mal existiert haben, in solche fiktiven Geschichten einzubinden, habe ich in der letzten Folge schon Ausdruck verliehen. Und hier ändert sich nichts. Auf der anderen Seite ist es beinahe lustig. Ich meine, diese drei Leute hier stehen an drei Fenstern, oder beziehungsweise der eine steht in der Tür. Und sie reden über diesen streng geheimen Adventure Club of Europe und müssen sich quasi quer über die Straße anbrüllen. Übrigens möchte ich betonen, der Quadruvium Club ist gar nicht streng geheim. Und wir suchen auch nach Mitstreitern, zum Beispiel, um auf unserer Webseite Beiträge zu veröffentlichen. Aber zurück zur Szenerie. Auf dem Haus sehen wir eine Tafel, die das Geburtsjahr von Nikola Tesla zeigt. Ich weiß nicht, ob sich das direkt auf ihn beziehen soll oder ob das Haus zufällig auch dann erbaut wurde. Keine Ahnung. Neben Nikola Tesla sehen wir eine Dame, die ihn für den Adventure Club of Europe anwerben möchte, und seinen Assistenten. Über der Tür, in der der Assistent steht, ist ein weiteres Schild angebracht und auf dem Schild ist ein weiterer kroatischer Schriftzug. Die Inschrift bedeutet schlicht Wohnheim. Damit verabschiedet sich Nikola Tesla in seine wohnverdiente Pause und wir gehen weiter, denn es gibt ja noch einen Themenbereich, über den ich das letzte Mal gerne mehr gezeigt hätte, es aber regenbedingt nicht konnte. Die Zauberwelt der Diamanten, die bei dem Brand im österreichischen Themenbereich 2023 komplett zerstört wurde, wurde als Zauberschlucht der Diamanten wieder aufgebaut. Die Statue hier porträtiert, wie die Yomis ursprünglich mal aussahen, lange bevor sie diesen Namen hatten. Der Verlauf des Alpenexpress Enzian scheint zumindest im Außenbereich immer noch der gleiche zu sein wie zuvor. Aber nicht nur die Schienen, sondern auch die Züge wurden erneuert. Und gegenüber dem letzten Mal, wo ich da war, hat sich doch auch schon wieder einiges getan. Wie ich gesagt habe, die Themenbereiche des Europaparks sind ein Work in Progress. Ich persönlich finde es auch immer wieder spannend, den Europapark zu besuchen und neue Kleinigkeiten zu entdecken. Also die Wolken gefallen mir ja gar nicht, aber egal, begeben wir uns auf den Pfad der Zauberschlucht der Diamanten. Der Zugang über die Treppe ist noch wie zuvor. Allerdings trifft man dann eben nicht auf Berghütten, sondern erstmal auf, naja, eine Schlucht und einen Platz. Es ist tatsächlich gestaltet wie eine Wanderlandschaft, das werden wir gleich auch noch sehen. Zum Beispiel stehen Fernrohre in der Gegend, die man an so Touristenpunkten auch findet. Die Fernrohre hier sind allerdings mit Technik versehen, das heißt, da werden in das, was man sieht, ein paar Yomis reinprojiziert. Man findet die Yomis aber auch so, wie zum Beispiel hier auf dieser Steinplattform an dem See. Das Lied, das hier gespielt wird, das habe ich letztes Mal auch erwähnt, ist ein Mix aus dem, was man von der Zauberwelt der Diamanten kennt, also diese Diamantenhöhlenmelodie, und dem Thema von den Yomis, das man aus dem Märchenwald kennt. Durch die Schluchtenlandschaft zieht sich der Fluss, auf dem die Wildwasserbahn, Floß, Baumstämme, Dingsbums fahren. Wie man hier sieht, gibt es einen Pfad mit verschiedenen Ausweichmöglichkeiten, wo man Aktivitäten unternehmen kann. Es gibt verschiedene Klettergerüste und Rutschen und dergleichen, aber wenn man nicht möchte, dann muss man diese nicht benutzen. Also man kommt auf dem Weg auch ohne durch. Natürlich, wenn man nicht über die Kletterpfade geht, dann verpasst man manche Sachen, aber das meiste sieht man doch auf dem regulären Wanderpfad.
Wie man hier sieht, ist der Weg und die verschiedenen Abzweigungen auch gut ausgeschildert, sodass man sich auch ja nicht verirrt. Und da oben ist die Berghütte. Dieses Schild mit Kitzbühel-Hahnenkamm da an der Bahnhofsstation, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Kann sein, dass das neu ist. Ja, das habe ich beim letzten Mal auch noch nicht sehen können. Es hatte sogar zu und ich bin draußen gestanden und furchtbar nass geworden. Naja, dann schauen wir uns hier mal um.
Dieser Zug, der zuvor im Alpenexpress fuhr, der war letztes Mal auch schon ausgestellt, aber wie man sieht, wurde mittlerweile ein Schutzdach und so eine Art Minenschacht drumherum gebaut. Das sind aber mal ein paar crazy Bats. Ja, und wer kennt sie nicht? Die berühmte Aussicht von den österreichischen Alpen nach Spanien. Und es fängt schon wieder an zu tröpfeln. Ich drehe noch durch. Eine Brücke mit einem gläsernen Boden, also eine Art Skywalk, gibt's hier auch. An manchen Stellen wird mit Monitortechnik gearbeitet, lasst euch nicht täuschen. Die Aufnahme von der Kamera sieht natürlich nicht so sonderlich toll aus, aber in Natura wirkt das alles wesentlich besser. Außerdem gibt's Überraschungen. Und unabhängig von den Wasserspritzpistolen fängt es jetzt richtig an zu regnen. So wie bei meinem ersten Besuch, das ist doch nicht wahr. Gut, dass die Edelsteingrotte gerade in der Nähe ist, also hinein und untergestellt. Übrigens bei eurem nächsten Besuch, da müsst ihr unbedingt das hier ausprobieren. Wenn da nicht der Postbote mit dem neuen Jobi-Buch ist, mache ich nicht auf. Augenblick mal, diese Stimme, das klang doch gerade wie... Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Egal, wie sieht denn das Wetter aus?
Also das hier mit dem Regen ist ja echt verhext, aber wenigstens bin ich jetzt einmal durchgekommen. Und jetzt gucken wir uns noch den Ausgangsbereich vom neuen Alpenexpress an. Okay, ich mache mich dann mal auf den Weg zurück zum Eingang und nach Hause. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch was war. Bitte bleiben Sie sitzen, bis der Zug steht. Ach ja, stimmt. Da war was. Vielleicht ist das was für meinen nächsten Besuch im Europapark. Jetzt muss ich erstmal die Fäden einer Geschichte aufnehmen, die ich kurz unterbrochen habe. Bis zum nächsten Mal, passt unbedingt gut auf euch auf und wir sehen uns.